Es war ein stürmischer Jahresanfang. Ein starker Nordwestwind sorgte in Schleswig-Holstein seit Dienstagnachmittag für zahlreiche Einsätze im Norden. Auf Fehmarn peitschen die Wellen gegen die Deiche. Nach dem Sturm folgten Sturmflutwarnungen an der Ostseeküste und der Elbmündung. Wasserstände bis zu über 1,50 Meter über dem mittleren Wasserstand. Auch an der Flensburger Förde tritt das Wasser über die Ufer. Nachdem der starke Nordwestwind das Wasser zuvor am Dienstag aus der Förde gedrückt hatte, schwappt das Wasser wieder zurück. Der sogenannte Badewanneneffekt sorgt in Flensburg regelmäßig für Überschwemmungen im Hafenbereich. Den Höchststand erreicht das Wasser am Mittwochnachmittag. Ein Wasserstand von über 6,60 Meter verursacht einen Ausnahmezustand. Straßen werden abgesperrt und Keller gesichert. Das schöne Wetter zieht dabei auch viele Schaulustige an die Förde. Die meisten Flensburger sehen das Spektakel allerdings gelassen. Tief Zetje wird schließlich über das Baltikum nach Russland abziehen. Im Norden wird nun kühles und weitestgehend freundliches Wetter erwartet.